Ins erste Game, Larios gegen Schnatterli. Okay, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Matchup noch nie gesehen, aber das ist so, ich weiß nicht, gefühlt Charaktere, die vom Movement her relativ ähnlich sind. Also zumindest sind sie beide relativ schnell unterwegs mit wilden Kombos und guten Recoveries. Und beide ungefähr die gleiche Größe und leicht. Ja, das kann man dazu sagen. Jetzt im Moment Larios leicht mit der Führung. Bei Bayo kommt es aber natürlich auch immer darauf an, wie gut man killen kann. Einfach weil dieser Charakter, wenn man eben gegen jemanden spielt, der weiß, wie man es verhindern kann, echt Kill-Probleme hat. Also so viele Moves von Bayo killen dann nicht. Schöner Tag von Schnatterli. Okay, und wir sehen, ja, hat es mit der Fair versucht. Aber ich weiß nicht, ob Schnatterli da einfach gut geeilt hat oder einfach Larios nicht so ganz erwischt hat. Und die Back Air killt auch noch nicht. Auch die. Oh, aber ich weiß gar nicht genau, was da passiert ist. Wahrscheinlich ein bisschen verschätzt, weil eigentlich war die Down hier auch noch da. Gut, also sehen wir hier eine Lead für Larios. Kann sich natürlich bei bei CSS auch schnell ändern. Hat zwei Paralyzer-Attacken, Down Smash und die Special Move, Neutral Special. Und damit kann man dann doch schon immer früh killen auch. Allerdings, oh, okay. Hier eine Combo für Larios. Ich bin mal gespannt, wie weit Larios heute kommt auch. Ist, glaube ich, letztes Mal schon Top 12 gekommen. Ich kann mir auf jeden Fall auch eine Top 8 Platzierung hier vorstellen. Er setzt das, stellt das Ganze auch gerade unter Beweis. Wir sehen hier CSS nicht nur von Schnatterli gespielt, sondern auch von Ubappu. Sehen Sie vielleicht auch nochmal im Stream. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich CSS so als Charakter ein bisschen unterschätzt. Das Movement ist doch schon ziemlich crazy, muss man dazu sagen. CRISPR noch als Fox, finde ich sogar. Sehr schnell, sehr hohe Sprünge. Gutes Air-Tempo. So. Oh, okay. Auch wieder ein guter Tag, aber auch auf das war Larios vorbereitet. Okay, und das ist der erste Kill hier für Schnatterli. Muss ja einiges zurückholen, 184%. Selbst bei, ja, hier haben wir es schon gesehen, der Jab killt inzwischen auch von Bayo. Ich denke mal so, ja, Dash Attack, okay. Jab, Dash Attack, Back Air killt und so die Smashes natürlich. Und ansonsten halt diese Kombos einfach. So, gut gepunished hier, die Side B von Larios. Guter Parry, okay. Also auch nicht das erste Mal, dass Schnatterli gegen Bayo spielt, das merkt man dann doch. Okay, das ist gerade den F-Tilt avoided, in dem Bayo sich geduckt hat. Isaiah trifft inzwischen eigentlich ganz gut. Wichtiges Tool zum Distance Managen. Okay, das sieht ja aber schon deutlich besser aus gerade für Schnatterli. Also nicht nur ein vielversprechender Newcomer, sondern zwei. Sehr schön. Das sieht man gerne. Vielleicht sehen wir ja beide in Top 12. Ich glaube, Larios zweiter Seed in dem Pool und Schnatterli dritter oder vierter. Gut, also. Wir sind auf dem letzten Stock bei beiden. Oh, die Backer trifft. Killt noch nicht. Gut, patient. Schön. Schöner Damage. Okay, auch hier wird gepunished. 135. Ja, Larios muss jetzt irgendwie einen Weg finden, um zu killen. 150%.
Max Rage auf CSS. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Früher hieß das Super Jank mit der Up-G, aber oh, schön gepunished. Ja, er hat es versucht hier mit dem Flipkick Spike, aber wenn man den nicht bekommt, dann ist man natürlich vulnerable und das hat Larius hier gut genutzt. Also geht in Führung 1-0, aber war schon ein gutes erstes Game. Was ich mich jetzt fragen würde, ist, ob Schnatterli auf CSS bleibt. CSS kann auf jeden Fall vom Movement her mithalten. Ja, okay, wir bleiben bei Bio gegen CSS. Ja, spannend. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was hier passiert, weil ich das Gefühl hatte, dass Schnatterli auf jeden Fall am Ende besser klar kam als am Anfang. Deswegen könnte dieses Game hier noch knapper werden als das erste, was ja auch schon Last Stock war. So, Schnatterli macht schon mal den Anfang mit 20%. Behält hier das Momentum kurz. Neutral. Ja, ist spannend. Also ich habe bei beiden das Gefühl, dass sie ziemlich gute Reflexe haben. Das ist ja auch immer... Also ich sag mal, Jugend ist auf jeden Fall ein stärkender Faktor. Ähnlich wie bei Schach, was das E-Sport angeht. Gut, also hier leichte Lead. Oh wow, das killt wirklich. Okay, mit dem, weiß nicht mal, wie der Kicker heißt, Abi von Sirius Samus. Wie hieß denn der Move nochmal? Von dem habe ich nichts mehr gehört seit Smash 4. Ja, auf jeden Fall Schnatterli immer patient an der Edge. Kommt nicht einfach sofort hoch. Und macht hier langsam Chip Damage mit den Juggles. Patient, schöner Jab auch. In das Landing gepunished und das muss man auf jeden Fall nämlich. Ja, das ist ganz wichtig gegen Bio, dass man das Landing punisht. Je mehr Specials sie in der Luft benutzt. Oh, auch das killt. What? Wow, was für eine Adaption. Ja, je mehr Specials Bio in der Luft benutzt, desto mehr Lag hat sie, wenn sie auf den Boden kommt. Das kann man nur canceln, indem man genau an die Edge geht, nachdem man die Specials genutzt hat. Ja. Guter Versuch hier gerade, aber Schnatterli gut hochgekommen. Guter Tag. Jab killt noch nicht. Okay. Ach, da ist die Back, ja. Aber da haben wir schon so ein bisschen die Kill-Probleme von Bio gesehen. 170 auf einem Charakter wie CSS ist schon viel. Und hätte auch noch weitergehen können, auf jeden Fall. So. Ja, das könnte ein 1-1 sein jetzt hier gerade, ne? Aber jetzt gerade wieder gutes Momentum für Larius. Gute Prozente gemacht. Nächste Kombo könnte killen. Ah, jetzt sehen wir kein Ende. Schön. Okay, Nairn to Down B. Guter Damage. Oh, gut. Bats Within werden gepunished hier von dem Jab. Ja, spannend, spannend. Okay, das könnte das Opening sein, was Larius hier braucht, aber nicht genug Damage. 95, also wir haben jetzt gerade genau einen Stock Unterschied. Down Smash. Ah, okay, wird gepunished vorher. Aber ballsy auf jeden Fall da reinzuspringen. Sehr ballsy. Okay, und die Back Air killed. Wichtiger Kill. Wichtiger Kill für Larius. Könnte das Ganze hier jetzt 2-0 gewinnen, aber... die ein oder andere Bio-Kombo ist dafür vonnöten. Okay. Das ist schon mal guter Damage. Oh, eine nach der anderen Kombo einfach. Aber, oh, der Upsmash killt. Und man hat auch gesehen, Schnatterli ist da auch immer echt gut aus den Kombos rausgekommen. Das war nice. Das war ein nices Game. Und ja, wie ich gesagt habe, auf jeden Fall gute Adaption von Schnatterli. Und hier tatsächlich mit CSS, dem fünften Charakter, von ihm, oder vierten, fünften, keine Ahnung, zurückgekommen. 1-1 und gute Wahl, auch einfach auf CSS zu bleiben. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ja, doch, die Adaption war da. Und wir sehen
gleiche Charaktere, denke ich. Ihr könnt mir währenddessen mal schreiben, was ihr als nächstes sehen wollt. Dann kann ich das vielleicht noch organisieren. Vielleicht. Okay, also erstmal ein guter Start für Larius hier mit einer Combo, die 60% macht schon. Sieht hier gerade aus wie Smash 4 Bayo. Gut. Schön, schöne Back-Air. Hat aber noch nicht gekillt. Das war möglicherweise ein wichtiger, aber... Oh, ich habe nicht so ganz verstanden, was passiert ist. Ich glaube aber, wenn Bayo... Oh, direkt... Oh. Wenn Bayo ihre Attacken hält, ihre Specials, dann schießt sie generell eigentlich ihre Attacken. Fast jede Attacke. Oder vielleicht sogar jede. Dann schießt sie. Und ich glaube, das war von der Appi. Die Schüsse von der Appi haben, glaube ich... Stage spiked. So ein bisschen oder irgendwie. Ja, irgendwie sowas ist da gerade passiert auf jeden Fall. Ja, 1-1 steht's. 70%. Nächste Bio-Combo. Hat aber auch nur 13% gemacht, ne? Also, es bleibt machbar hier für Schnatterli. Schöner F-Smash. Also, Adaption nicht nur auf einer Seite. Oh, das wird gepunished, killt aber nicht zur Seite. 90%, also langsam im Rahmen des Möglichen hier einen Kill zu holen mit allem Möglichen. Das ist natürlich bitter gerade, dass da kein Punish möglich war. Ein bisschen zu spät Trigger losgelassen. Okay. Und das ist jetzt natürlich sehr einseitig. Vom Ergebnis zumindest. Ah, okay. Ah, es killt auch noch nicht. Den braucht Schnatterli jetzt ganz, ganz sicher. Oh, und zu stale schon, selbst bei 120. Aber. Hä? Oh, okay. Ich dachte, das wäre ein SD jetzt hier gerade. Aber einfach Patience. Kann man voll machen. Oh ja, die Patience. Die Patience. Okay, aber wird dafür gepunished. Und gekillt. Okay, ein ganzer Stock. Er ist tatsächlich in dem Moment keine schlechte Taktik. Ein Stock mehr, mehr als ein Stock mehr. Einfach ein bisschen zu campen. Vielleicht macht der Gegner einen Fehler und geht offstage. Jetzt hier nochmal für Schnatterli die Chance. Okay. Hier wieder. Wieder eine Bio-Combo. Also es ist vor allem das Neutral einfach. Oh, oh, was war das? Mein Air Dodge. So, ziemlich letzte Chance jetzt. Also jetzt muss sehr clean gespielt werden, damit das hier noch im Bereich des Möglichen liegt. Es wird immer unwahrscheinlicher, aber... Ja, der war gut. Hätte der gespiked, wäre es der Kill gewesen. Und, er wollte, weiß ich nicht, vielleicht eine Fair machen oder sowas. Die Dash Attack ist es natürlich nicht so als Punish. Aber sollte jetzt irgendwie der Kill noch geholt werden? Oh. Immer noch possible. Ja, dafür musst du jetzt gerade, so wie Larius spielt, schon irgendwie eine Back-Air treffen. Irgendwie an der Seite. Und? Ah, das wird schwierig. Ja, das war's. Wahrscheinlich. Oh ne, der Jump sogar aufbewahrt, aber das war's trotzdem. Okay. Ein sehr interessantes Set hier von den beiden, Larius und Schnatterli.